Leider muss ich bei der Elgato mein anderes OBS benutzen, weshalb mein Mikro ein bisschen am Abspacken ist. Aber das ist jetzt leider nicht anders machbar. Egal, Hauptsache ich kann das Spiel spielen und streamen. Und wir gucken mal, wie das Spiel jetzt so wird. Leider ist auch der Sound nicht so geil für mich. Weil der läuft ja im PC. Den hoffe ich, höre ich persönlich nicht. Nintendo präsentiert. Legend of Zelda. Ich trinke meinen Tee. Breath of the Wild. Ah, okay, das ist vielleicht ein bisschen laut für euch. Na, das müsste eigentlich funktionieren. Sonst mache ich hier, kann ich hier, glaube ich, noch ein bisschen leiser stellen, nebenher. Oder auch nicht. Das ist voll ein Scheiß drauf. Egal, das muss jetzt einfach. Verdammt, das ist ordentlich laut. Kann ich mein Mikro höher stellen? Ja, ein bisschen. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Eieiei. Okay, lass mich leise stellen, sonst aktiviert es mein Mikro. Wach auf, Wach auf Link. Blink. Mir ist ja aufgefallen. Hier kurz was umstellen. Ich glaube, so ist es besser. Es leckt es. Ja, es scheint ein bisschen zu laggen. Ich glaube, so könnte es besser sein. Na, ja. Immer noch am Legen. Weiß zwar nicht genau wieso. Ja, wir müssen den Stream kurz restarten. Ne, doch. Scheint so nicht zu funktionieren. Ich hoffe, das sieht trotzdem noch einigermaßen gut aus. Steuerung plus. Bewegen. X ist springen. X ist springen, what the fuck? Springen in Legend of Zelda. Das hast du ja noch nicht gesehen. Aktion, wegstecken, Kamera. Zielerfassung. Okay. So verrückt, springen zu können. Dies ist der Shika-Stein. Das wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Shika-Stein, eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Sieht aus wie ein Switch-Gamepad. Yes.
Alte Hose, zerschlissene, aber nicht unbequeme Hose. Die Beine sind etwas zu kurz. Okay. Weil ich da jetzt gleich alles ausrüste, mache ich erstmal den ganzen Scheiß auf. Altes Hemd, dünnes Hemd, das viele Jahre auf dem Buckel hat. Es wird zwar ausgefranst, es ist zwar ausgefranst, will doch noch seinen Zweck. Die Ärmel sind etwas zu kurz. Alles zu kurz. Okay, das kann ich schieben. Kann ich nehmen. Werfen. Ich gedacht, das kann ich vielleicht irgendwie runterschieben. Ich habe doch überhaupt gar kein Let's Play dazu angeguckt und auch gerade erst meine erste Spielminute sozusagen. Da habe ich keinen Schimmer von dem Game. Das scheint nicht zu funktionieren. Sowas wert. Egal. Läuft man die noch alle? Drin? Leider spackt mein Mikro immer rum, wenn ich mit der Elgato aufnehme. Dann rauscht das ordentlich. Was ist das? Ach, das ist mein Rausch. Rauschen, nicht mein Rauschen, mein Laufen hat mir angezeigt. Halte den Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Okay. Fällt gerade ein, ich könnte wahrscheinlich einfach, um das Spiel nicht ganz laut zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu laut ist für die Stimme. Ich glaube, es soll eigentlich passen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Deshalb. Ich glaube, mal gerade in Game ein bisschen leiser. Ist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Ja. Das hoffe ich doch. System doch, das passt. Einstellungen. Audiospeicher, jetzt passt alles. Ist kein... Kein Regler für... Audio, aber es scheint nicht so, nein. Egal, dann muss es jetzt einfach so funktionieren. Ich kann sprinten. B. Braucht aber ordentlich viel Ausdauer. Oh fuck, das ist ordentlich laut. Der erste Gedanke, den mir hat Kaisen gesagt, der sieht ein bisschen aus wie so ein Windwalk Waker. Gut, ein Zweig von einem indianischen Baum. Nicht der mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts. Zumindest kann man mit ihm umherschwingen und nach Monstern werfen. Okay. Pilze sehen aus, als könnten wir sie einsammeln. Der meist verbreitete Pilz der Wälder Hyrules. Er wächst oft in der Nähe von Bäumen, füllt bei uns Herzen auf. Okay. Ich würde sagen, ich sammle einfach. Ich weiß, das ist ein schlechtes. Eigentlich eine schlechte Angewohnheit. Aber ich sammle einfach jeden Scheiß auf. Und soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt keine Tragekapazität. Also kann man wirklich alles mitnehmen. Kann ich nicht irgendwie schneller klettern? Ich habe das Gefühl, da oben ist nichts. Oh Gott. Gleich den. Oh, der Hut ist so richtig. Okay, den kann ich damit auf jeden Fall nicht zerhauen. Ein Wildschwein.
Wir scheinen um einiges zu schnell zu sein. Ah, fuck. Und keine Waffe mehr. Ich auch, nein, ich kann den. Ich darf ihn nicht schlagen, ohne Waffe, okay. Sieht aus, als ob man rollen. Was ist genau der Punkt, weiß ich nicht. Vielleicht. Die ist jetzt nicht mehr so wie im früheren Zelda, wo jede Aktion irgendwie einen Sinn hat. Denke ich mal. Wir beobachten ihn trotzdem mal. Aber da ist der Typ. Hohoho, sie ahnen Gesellschaft. Dabei hätte ich mich gerade an die Einzigkeit hier oben gewöhnt. Wiedersehen. Hm? Wer bist du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich oder fragst du nur aus Höflichkeit? Also, der erinnert mich an Wind Waker, den König, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich nenne immer den Roten Baron. Und ich bin mir so relativ sicher schon, das ist schon wieder fucking König, der hier irgendwie ein Landstreicher ist. Der macht irgendwie immer irgendwelche komischen Sachen. Nur nicht in Küche regieren. Du interessierst dich für einen Anschrei wie mich, oder fängst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Sag mir. Er könnte natürlich, erinnert mich auch ein bisschen. Na, wer hat da nicht Bescheid gesagt? Ein Scheiß, guck doch mal auf WhatsApp. Ich habe auf jeden Fall Bescheid gesagt, dass ich streame. Der erinnert mich natürlich auch an den ganz alten Typ. You need to, it's dangerous to go alone, take this. Sieht genauso aus wie der. Sag mir, was hat dich hierher geschlagen? Okay, so, dass du was kannst mal sagen, ob das Spiel irgendwie zu laut ist für mein Audio. Also, wenn ich rede. Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was dich gehört. Aber vielleicht ist das Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Ich rede schon wieder zu schnell. Oh, Genick. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrule's gewesen sein. Jo, der ist voll groß, Alter. Das hat ich vorhin nicht gesehen. Und der hat echt saggy Pants. Was macht denn der jetzt? Aha. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschen seht ihr mehr weit und breit. Okay, nimm alles zurück. Ja, Keks, das ist gut. Nimm mal alles zurück. Nun denn, ich werde wohl noch ein Weilchen hier sitzen. Komm ruhig zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Ja, hallo. Oh. Was willst du? Was machst du da? Ich mach's mir am Lager voll gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel oder zwei. Die meisten Sachen werden nahrhaft und schmecken besser, wenn man sie vor dem Essen röstet. Link. Ja, okay, das... Link. Link. Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Okay. Hallo. Das Teil oder was? Ich höre eine Stimme. Schreien des Lebens. Ich will da aber noch nicht hin. Erkunden. Was ist das? Ein Röstapfel. Öffne einen voll gerösteten Apfel. Süß und lecker. Wenn du ihn isst, füllt der Herzen auf. Ist ja nicht so, als hätte ich den alten Typ gerade. Ah ja. Nee, das meint er erst einmal. Wollte schon sagen. Oho, das ist auch ein Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Katschen. Fuck. Okay. Wie fähig in der Nähe zu stehen? Dass ich das dem Typ einfach klaue. Was willst du? Was machst du da? Okay. Aha. Der Keks. Ist das vom Audio? Okay. Jo, klaue ich ihm jetzt die Axt auch noch, oder wie? Holzfäller-Axt. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers. Damit fällt jeder Stamm im Handumdrehen. Schnell das mal der Waffe, so kannst du schnell die Waffe wechseln. Drückt halten und dann so. Ist jetzt was, einen Stamm zu fällen? Ist das Bild okay? Ist das Audio okay? Ich weiß es nicht. Du musst es mir sagen, Keks. Bitte. Der Eichel. Diese Baumfrüchte liegen oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit voller Liebe geröstet, fühlt sich ein wenig mehr Herzen auf.
Aha, für jeden Baum, hat ich gesagt. Na guck, da macht der gar nichts. Alles in Tafel legen. Check mal kurz ab. What the fuck, ich will das doch schlagen, nicht Teller. Fällt mir jetzt irgendwas Cooles von da. What the fuck. Jetzt, ja. Meine Rude. Piss dich mal. Easy kill. Noch irgendwas getroppt? Doch, Horn eines Bobklin. Als Kochsuzal rührt es jedes normal Gericht. Kochst du es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Ah, cool. Sehr schön. Will ich nicht laufen? Also ich könnte die natürlich auf das Teil werfen, aber so schlau ist. Glitzert was? Hyrule-Gras, ein äußerst nahrhaftes Kraut, das überall auf Hyrules Ebene wächst. Als Kochzutat füllt es noch mehr Herzen auf. Slimes. Ah, das war das draus, oder? Hyrule-Gras. Die waren nur für voll nervig. Schleimchile. Schleimtröpfen dieser. Der aussieht wie ein kleines. Nein, eigentlich nicht, aber. Der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Okay. Keks, wieso antwortest du mir nicht? Keine Rupees raus. Das ist irgendwie enttäuschend. Okay, der scheint nicht zu gehen. Wie bücke ich mich denn? Okay. Ah! No! Schöne Waffe. Okay, ich bin gleich mit eingebaut. Gutes Machwerk aus schlampig zusammengezimmerten. Ich kann halt nicht lesen. Zusammengezimmerter Baumrinde geht gerade so als Schild durch, wenn man ein Auge zuhält. Reiseschwert. Diese Art Schwert ist in ganz neu zu finden. Ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Okay. Was? Zwei Sachen. Hopklin Hauer, dieser stumpfe Zahn hast du nach dem Sieg über einen Popkin erhalten. Zusammen mit Insekten Ace gekochtes die Medizin vom Robin. Okay, das ist alles Medizin, was ich hier bekomme. Muss ich hier rein? Ja. So. Bitte Shika-Stein einsetzen. Wo liest er das, bitteschön? Mann, Link, da brauchst du jetzt nicht so lange gucken. Das könnte sogar ich ganz einfach einsetzen. Smartphone hier. Shika-Stein erkannt. Shika-Turm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Bam. Auf den Kopf gefallen, tot. Story vorbei.